Lieber Axel Hoffmann, verehrte Damen, meine Herren, der Friedrich-Naumann-Stiftung ist zu gratulieren, dass sie zu diesem Thema der Digitalisierung aller Lebensbereiche einen Schwerpunkt ihres Frühjahrsprogramms jetzt ausgebildet hat. Eine Reihe von Veranstaltungen. Das, was sich jetzt vollzieht in Wirtschaft und Gesellschaft, das betrifft uns alle, jeden und jede von Ihnen. Ich darf mal fragen, wer von Ihnen schreibt E-Mails? Danke. Wer von Ihnen ist bei Twitter und Facebook? Wer hat eine Kreditkarte? Wer hat sich jetzt nicht gemeldet? Und selbst Sie, lieber Herr Hirsch, Sie sind dabei, selbst Sie sind, und das wissen Sie, davon betroffen von der Digitalisierung. Denn wenn Sie einen Brief, ich kann das bezeugen als Ihr Korrespondenzpartner, wenn Sie einen Brief auf Büttenpapier mit Füller schreiben, spätestens wenn Sie ihn in den Briefschlitz der Deutschen Post schicken, sind Sie mit dabei, weil dann elektronisch der Absender und der Empfänger verarbeitet werden. Wenn Sie beim Otto-Versand bestellen, dann werden Ihre Daten verarbeitet. Wir alle sind also betroffen von der Digitalisierung der Gesellschaft, von der Sammlung von Daten. Als Liberaler, verehrte Anwesende, sehe ich vor allen Dingen zunächst und zumeist die Chancen, die damit verbunden sind. Ich will darauf nicht mehr verzichten, auf das Online-Banking, den bargeldlosen Zahlungsverkehr. E-Mail ist die bequemste Form, miteinander zu kommunizieren, schnell von überall. Die Potenziale durch die Auswertung von Daten im wirtschaftlichen, aber auch im wissenschaftlichen Bereich haben wir noch nicht annähernd erschlossen. Stellen Sie sich vor, man kann ja durch die Untersuchung von Therapien erkennen, welche neuen Wechselwirkungen es gibt, was besonders erfolgreich ist. Das geht viel schneller durch die Nutzung und Erfassung von Daten, als würde man das im Labor ermitteln wollen. Ja, und auch ökonomisch sind große Effizienzsteigerungen möglich. Das haben viele Logistiker erkannt. Man könnte sich mit gesundem Menschenverstand auch vielleicht denken, aber manchmal braucht man Daten, um zu erkennen, wann welches Produkt im Sortiment besonders gefragt ist. Nehmen Sie mal Bademäntel. Da hat man untersucht, dass die insbesondere ab November besonders stark gekauft werden. Warum? Weil das ein Verlegenheitsweihnachtsgeschenk ist. Und erst ab dem, dem Frühjahr geht der Absatz massiv zurück. Wenn man das weiß, kann man das Sortiment anders steuern und kann enorm natürlich an wirtschaftlicher Effektivität gewinnen. Also, die Nutzung von Daten, die Digitalisierung ist eine enorme Chance für Wirtschaft und Gesellschaft, für soziale Teilhabe, für den Fortschritt. Aber diese fundamentale Veränderung ist natürlich auch mit Risiken verbunden, mit empfindlichen Einschränkungen unserer persönlichen Freiheit. Wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht frühzeitig die Regeln des Wandels durch den Rechtsstaat bestimmen, die Leitplanken setzen, wie sie an den Kapitalmärkten über Jahre gefehlt haben, so dürfen sie an den Datenmärkten nicht jetzt auch fehlen angesichts dieser fundamentalen Verschiebung. Der Chef, ehemalige Chef von Google, Eric Schmidt, hat vor einiger Zeit in einem Interview den bemerkenswerten Satz gesagt und er meinte ihn nicht als Drohung, sondern als Warnung. Er hat gesagt, wenn es Dinge gibt, von denen Sie nicht wollen, dass sie alle erfahren, tun Sie sie nicht. Wenn es Dinge gibt, von denen Sie nicht wollen, dass sie alle erfahren, tun Sie sie nicht. Das denkt sich mit Blick auf sein Privatleben François Hollande jeden Tag, dass er auf Bestimmtes vielleicht verzichtet hätte. Aber er ist eine öffentliche Person, anders als wir. Wenn man davon ausgehen muss, und das meint ja der ehemalige Google-Chef, dass unsere privatesten Entscheidungen öffentlich werden könnten, dann werden wir unser Verhalten verändern. Wer sich beobachtet fühlt, verehrte Anwesende, der verändert sein Verhalten. Und das ist die empfindlichste Freiheitseinschränkung, die ich mir vorstellen kann,
die Aufforderung zur Selbstzensur des eigenen Verhaltens im privatesten Bereich. Und deshalb brauchen wir einen Rechtsstaat, der verhindert, dass wir gläserne Bürgerinnen und Bürger wider Willen werden. Verehrte Anwesende. Und hier sind zwei Dinge zu unterscheiden. Zum einen der Staat selbst, also die staatlichen Datensammler, und auf der anderen Seite die kommerziellen, die privaten Datensammler. Und gestatten Sie mir, dass ich diese beiden Fragen systematisch voneinander jetzt zunächst einmal trennen will. Gegenwärtig erlebe ich in der Politik und jüngst mit Blick auf, deshalb ist diese Veranstaltung heute so aktuell, lieber Axel Hoffmann, erlebe ich eine gewisse, wie soll ich sagen, nahezu Resignation. Hans Magnus Enzensberger, der große deutsche Autor, hat unlängst in der FAZ in einem kurzen Text geschrieben: Wenn Sie ein Handy haben, werfen Sie es weg, weil Sie nur ausgespitzelt werden. Unser Justizminister hier in Nordrhein-Westfalen, untadeliger Sozialdemokrat, hat dieser Tage zu Protokoll gegeben, er habe sich jetzt mit dem Online-Banking beschäftigt. In der Konsequenz nutze er es jetzt nicht mehr. Punkt. Und am vergangenen Wochenende erscheint ein Spiegelgespräch mit dem deutschen Bundesinnenminister Thomas de Maizière, der ganz offen sagt, na ja, mit den Vereinigten Staaten wird man sich ja wohl nicht mehr einig werden. Mit Blick auf ein Abkommen, die gegenseitige Spionage zu unterbinden. Und das gibt er so zu Protokoll, als na ja, also so ist das eben. Das ist schon nicht mehr Resignation, wie bei Herrn Kutschaty, unserem Justizminister hier in Nordrhein-Westfalen. Das, was man von der Bundesregierung hört, das geht über Resignation hinaus, das ist nahezu Unterwerfung. Meine Damen und Herren, die NSA, der amerikanische Geheimdienst, der in diesen Monaten ja in den Medien so intensiv betrachtet worden ist, der amerikanische Geheimdienst, der schützt nicht die Wirtschaft, nicht die Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten, sondern der betreibt offensive Wirtschaftsspionage in Deutschland. Das gehört zu seinem Auftrag. Deutschen Behörden ist es untersagt, auf ihre Festplatte zuzugreifen. Höchstrichterlich. Die NSA, die führt aber maßgeschneiderte Operationen aus, um vielleicht auch auf ihre Festplatte zu schauen. Von Burkhard Hirsch stammt das Wort, die Festplatte sei das ausgelagerte Gehirn. Gegen die Untersuchung von Kommunikation, Telefon, E-Mail, Brief, dagegen kann man sich selbst schützen, indem man darauf verzichtet. Namen am Telefon nicht mehr nennt, hört sich nach einem Agentenfilm an, aber das könnte man theoretisch. Gegen die Ausspähung der eigenen Festplatte kann man sich dagegen nicht schützen. In deutschen Sicherheitsbehörden ist das cum grano salis untersagt, die NSA macht das in Deutschland. Und dann haben wir, meine Damen und Herren, einen Bundesinnenminister, der einfach so zur Tagesordnung zurückgeht, wenn so empfindlich in unsere Freiheitsrechte eingegriffen wird. Es gehört zu den vornehmsten Amtspflichten einer Bundesregierung, dem Grundgesetz Geltung zu verschaffen, auch im Verhältnis zu anderen befreundeten, verbündeten Nationen. Und an diese Rechtspflicht der Bundesregierung wollen wir Sie jetzt erinnern, meine Damen und Herren. Das dürfen wir als Bürgerinnen und Bürger. Die Vereinigten Staaten sind natürlich sehr unsentimental. Bei den Vereinigten Staaten gilt, was technisch möglich ist, das ist auch legitim, wenn es unseren Interessen, unseren amerikanischen Interessen dient. Das ist völlig unsentimental. Da gibt es auch eine interne und intensive Debatte auf Capitol Hill in Washington. Aber diejenigen, die unser Verständnis von Privatheit teilen dort, die wundern sich, wie wenig offensiv Europa in der Frage auftritt. Das verstehen die Amerikaner gar nicht. Die verstehen, dass man seine eigenen Interessen und Werte verteidigt. Die verstehen aber nicht ein so defensives, geradezu serviles Auftreten. Verehrte Anwesende, ich glaube deshalb, dass die Vereinigten Staaten eine gemeinsame europäische Antwort brauchen. Denn es geht dabei um nichts anderes als eine Machtfrage.
Und dementsprechend völlig unsentimental unter Freunden und Verbündeten. Wir wissen ja, was wir an den Amerikanern haben, gerade in diesen Tagen. Aber umso mehr, bei aller Freundschaft und Tradition, völlig unsentimental, sollte man den Hinweis, dass es einen Dissens gibt, das sagt ja auch Herr Steinmeier, das sagt Herr de Maizière, den Hinweis, dass es einen Dissens gibt, sollte man verbinden mit politischen Konsequenzen. Denn es gibt eine ganze Reihe von Abkommen, die wir über den Atlantik mit den USA geschlossen haben. Zum automatischen Austausch von Flugpassagierdaten, zum automatischen Austausch von Bankdaten. Wenn Sie bei einem Unternehmen hier in Europa Kunde sind, dann dürfen Ihre Daten in die USA abgegeben werden, dann, wenn sich der amerikanische Empfänger verpflichtet, europäische Datenschutzstandards auch einzuhalten. Indianer-Ehrenwort. Wer von Ihnen glaubt daran noch? Ich glaube nicht daran, dass es da ein, wie man sagt, Safe Harbor für Daten gibt, wo europäisches Datenschutzniveau gilt. Und deshalb, wenn es diesen Dissens gibt mit den Vereinigten Staaten mit Blick auf die Privatheit und den Datenschutz, dann soll man den Dissens feststellen und sagen, solange es einen solchen Meinungs- und Bewertungsunterschied gibt, bekommt ihr eben nicht mehr automatisch unsere Daten. Dass ihr wieder unsere Daten bekommt, hat die Voraussetzung, dass wir uns auch auf ein gemeinsames Niveau von Privatheit und Datenschutz verständigen. Erst die Sprache, die unsentimentale Sprache, wird auch in Washington verstanden. Die nehmen uns nicht ernst, wenn wir unsere Werte nicht verteidigen, meine Damen und Herren. Für mich stellt sich die Frage, warum die Große Koalition diese Fragen nicht mit mehr Entschiedenheit vorantreibt. Der Einwand wäre erlaubt, warum habt ihr als Freie Demokraten während der vergangenen 4 Jahre das Thema nicht noch intensiver vorangetrieben? Ich widerstehe der Neigung, Ihnen eine Regierungsbilanz vorzulegen. Wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen, wenn wir hier über die Stiftung Datenschutz beispielsweise als eine der wesentlichen Erfolge der FDP in der Bürgerrechtspolitik sprechen können. Aber geschenkt. Frage ist nur, warum die neue Große Koalition, wo ja danach noch mehr Enthüllungen kamen, Sandy von Frau Merkel, warum die in ihren Bemühungen jetzt noch nachlässt? Nach meinem Eindruck hängt das mit einer völlig anderen Bewertung von bürgerlichen Freiheitsrechten zusammen. Offensichtlich gibt es sehr viel mehr Sympathisanten dieser Idee eines, wie soll ich sagen, Supergrundrechts auf Sicherheit, als man gemeinhin glaubt innerhalb der Großen Koalition. Sie wissen, die deutschen Konservativen haben ja oft genug mit dieser gedanklichen Figur gearbeitet, es gäbe in unserem Recht so eine Art alle anderen Grundrechte aushebelnden Gedankens auf Sicherheit. Sicherheit sei der Kernstaatszweck und aus diesem Grund sei auch nahezu jeder Eingriff in ihre persönliche Freiheit legitim. Dieses Verständnis teile ich nicht. Denn ein super Grundrecht auf Sicherheit, mit dem man jedes andere Recht aushebeln kann, jedes andere Abwehrrecht in unserer Verfassung aushebeln kann, das öffnet dem Überwachungsstaat Tür und Tor. Wir sind nicht diejenigen, die vom Staat unsere Freiheit empfangen, meine Damen und Herren. Wer das glaubt, der ist kein Bürger, sondern der hat eine Untertanenmentalität. Wir empfangen unsere Freiheit nicht vom Staat, sondern wir gewähren dem Staat einen Eingriff in unsere Freiheit, wenn sie notwendig und verhältnismäßig ist. Wer über ein super Grundrecht auf Sicherheit plädiert, der will ein ganz anderes Verfassungsverständnis, keines mehr, das vom einzelnen, stolzen, selbstbewussten Bürger mit seiner Privatheit ausgeht, sondern von einem Obrigkeitsstaat, der über seine Untertanen herrscht. Und genau das würde unser liberales Verfassungsverständnis, das wir seit 1949 in Deutschland haben, gewissermaßen auf den Kopf stellen, meine Damen und Herren. Und deshalb sehen wir auch, Vorhaben der Großen Koalition, wo dieser Gedanke doch so ein Echo findet wie etwa die Vorratsdatenspeicherung.
Haben wir über 4 Jahre, bedauerlicherweise nicht positiv gestaltet, sondern nur Schlimmeres verhindert. Aber auch bei der Rente und beim öffentlichen Haushalt sieht man ja, manchmal ist ja schon eine Leistung, bestimmtes Schlimmeres zu verhindern. Hier auch bei den Bürgerrechten haben wir über 4 Jahre verhindern können, dass diese Vorratsdatenspeicherung in Deutschland ins Gesetzblatt kommt. Unsere Bedenken werden inzwischen auch von europäischer Ebene geteilt. Sie wissen, da sind Verfahren anhängig. Es hieß immer ja die FDP. Die sind ja isoliert mit ihrer Position. Jetzt sieht man plötzlich, in Europa beginnt dort ein Meinungswandel, auch von denjenigen, die sich qua Amtes wegen Generalanwälte am Europäischen Gerichtshof mit diesen Fragen beschäftigen. Dennoch, in Deutschland wird die Vorratsdatenspeicherung vorbereitet. Und ich will Sie dafür sensibilisieren, was das bedeutet, für Sie persönlich. Die Idee der Vorratsdatenspeicherung ist ja, dass alle unsere Kommunikationsdaten, wann Sie wo mit wem telefonieren, SMS schreiben, E-Mails austauschen, wo Sie sind, weil das Ding ist immer auf Sendung und kann seine Position speichern, dass das zentral aufbewahrt wird für eine längere Zeit und zur Verfügung steht bei konkretem Verdacht. Da werden enorme Daten gesammelt. Wer kann, verehrte Anwesende, sicher sein, dass mit den Daten auch vernünftig und sensibel umgegangen wird? Ob es da nicht irgendwann politische Begehrlichkeiten gibt, darauf zuzugreifen? Kann ja immer mal in der Zukunft andere politische Mehrheit geben, ist man ja nicht vorgeschützt. Wir haben gerade erfahren, dass 18 Millionen E-Mail-Adressen mit Passworten in Deutschland auf dem freien Markt verfügbar waren. In Großbritannien hat man Steuerakten auf Festplatten im Papierkorb gefunden, weil der Sachbearbeiter meinte, die Festplatte wird nicht mehr gebraucht. War nun nicht leer. Wer kann denn sicher sein, dass das nicht aufgrund von technischem oder menschlichem Versagen oder krimineller Energie irgendwann diese gesammelten Kommunikationsdaten von uns allen auf dem freien Markt verfügbar sind? Dass man die plötzlich ansehen kann, weil so viele Daten gesammelt sind. Dann kann man auswerten, wer wo mit wem kommuniziert hat, wo sie waren. Kann man vielleicht ihre Handynummer eingeben, dann bekommt man das alles aufgelistet. Dann können Sie, wenn Sie Handwerker sind, da kann jeder sehen, mit wem Sie da telefoniert haben, wegen neuer Aufträge, um die Sie sich bewerben, oder wer Ihre Lieferanten sind. Im privaten Bereich kann man das sehen. Sind vielleicht auch die Kommunikationsdaten von Axel Hoffmann plötzlich öffentlich zugänglich, kann jeder sehen, wann, wo er mit wem telefoniert hat, wo er war. Ja, kann das jedes Mitglied der Stiftungsgremien kann das sehen, mit wem er kommuniziert vor Sitzungen. Ja, seine Frau kann sehen, wann er wo war und wo nicht. Ich meine, in seinem speziellen Fall, im Fall von Axel Hoffmann, mache ich mir da keine Sorgen. Aber es hat Phasen im Leben von Horst Seehofer gegeben, da wäre ihm nicht recht gewesen, dass seine Frau sehen kann, wo er war und ist. Und verstehen Sie, damit ist eine immense Veränderung unserer persönlichen Bewegungsfreiheiten verbunden. Das ist dann die Gefahr, dass irgendwann wir gläsern werden und es Profile gibt, wo über unsere persönlichen Entscheidungen dann auch Buch geführt wird. Deshalb darf es dazu nicht kommen. Deshalb muss das erste Gebot des Datenschutzes sein, sparsam mit der Sammlung von Daten umzugehen, sowohl individuell auch seitens der Behörden. Datensparsamkeit ist die erste Voraussetzung für Datenschutz, meine Damen und Herren. Ich komme zu einem zweiten Bereich, das sind die kommerziellen Datensammler, die mich nahezu genauso besorgen wie die staatlichen Datensammler. Vielleicht bedürfen die noch einer größeren öffentlichen Aufmerksamkeit. Warum ist Facebook kostenfrei? Warum Google? Sind das gute Menschen? Glauben Sie daran? Nein, natürlich nicht. Diese Angebote sind kostenfrei, weil wir anders dafür bezahlen, nicht mit Euro und Cent, sondern indem wir die Dienste nutzen und dort Datenspuren hinterlassen. Information, das ist die Währung des digitalen Zeitalters. Daraus kann man Profile machen und weiß dann, welche Werbung besonders wirksam ist.
Facebook hat sich gerade, oder ein Telekommunikationsanbieter hat sich gerade einen Algorithmus für Facebook patentieren lassen. Die können aus ihren Postings, also dem, was sie dort schreiben, ermitteln, welchen Aggregatzustand gerade ihre Beziehung hat. Können das ermitteln, also wie ihre persönliche Partnerschaft ist. Und dann wird entweder eine Anzeige geschaltet für das romantische Paarwochenende oder von einem Scheidungsanwalt. Das können die heute bereits ermitteln. Und das sind die Anfangsanwendungen. Das geht weiter, je mehr Daten, je fortschrittlicher die Algorithmen sind. Können wir nicht, müssen wir nicht irgendwann befürchten, dass aus unserem Verhalten dort, also Kaufverhalten, Kreditkarte wird verbunden mit Google-Suchanfragen, mit Daten zu unserem Beruf und zu Alter, dass daraus harte Schablonen für unsere Vertragsfreiheit werden, weil man feststellt, dass jemand ein statistisch besonders signifikantes Risiko darstellt, gesundheitlich, oder dass man erahnt, naja, also bei der Anlage der Biografie in 4-5 Jahren ist sie oder er arbeitslos, statistisch, also bieten wir keinen neuen Vertrag für dies oder jenes an. Oder da ist das Risiko, dass diese Person jemand ist, der sich an Arbeitskampfmaßnahmen, an Streiks beteiligt, besonders groß. Vorsicht, Warnung, den stellen wir besser nicht ein. Es gibt jetzt um den Unterarm diese Fuelbänder. Hat vielleicht mancher von Ihnen schon gehört, die zählen die Schritte, die man am Tag macht und die Bewegung. Haben viele heute, freuen sich, werten sich selbst aus. Vielleicht wird das irgendwann zentral verbunden mit Ihrer gesetzlichen Krankenversicherung. Und am Anfang ist es so, dass gezählt wird, wenn Sie mehr als 3000 Schritte am Tag tun, kriegen Sie eine besondere Prämie, weil Sie sich gesund verhalten. Vielleicht ist der nächste Schritt, dass dann der Warnhinweis kommt, morgens auf Ihrem Telefon. Also Sie müssen aber jetzt wirklich mal langsam sich mehr bewegen, weil sonst müssen wir Ihre Prämie erhöhen. Und der dritte Schritt ist dann, man bekommt gar keinen Vertrag mehr. Weil man sagt, oh, das Risiko ist uns zu hoch. Also Sie verstehen, das sind harte Einschränkungen unserer persönlichen Freiheit, wenn über diese Daten einfach so frei verfügt wird. Und deshalb brauchen wir dafür Regeln, die uns die Souveränität über unser Eigentum, sprich unsere Daten, zurückgeben. Deshalb will ich wissen, was mit den Daten passiert. Und ich will in die Situation kommen, nicht nur zu sehen, welche Daten sind da gespeichert, sondern ohne viel Federlesens will ich auch verlangen können, dass das, was über mich gespeichert worden ist, dort auch wieder gelöscht wird. Das erst bedeutet, das Eigentumsrecht in der digitalen Welt neu durchzusetzen, wenn nicht mehr der Anbieter die Macht hat, sondern wenn wir als Nutzer und Kunden exakt die gleiche Marktmacht haben. Das erst ist auch soziale Marktwirtschaft im digitalen Zeitalter, meine Damen und Herren. Bei einem Multimilliardenkonzern wie Google das durchzusetzen, ist keine leichte Operation. Das wird Ihnen allen klar sein. Aber umso mehr darf man nicht resignieren. Herr Kutschaty, eben, ich habe mich mit Online-Banking beschäftigt, ich nutze es nicht mehr. Herr Enzensberger, ich werfe das Telefon weg. Das sind genau die falschen Reaktionen, meine Damen und Herren. Sondern die Debatte muss offensiv geführt werden. Muss offensiv angegangen werden. Im Deutschen Bundestag sehe ich das gegenwärtig nicht. Nicht von der Regierung, ich komme gleich darauf zurück, aber auch nicht von der parlamentarischen Opposition. Es gibt da eine intensive öffentliche Debatte, beispielsweise in der FAZ. Da hat sich nicht ein einziger Grüner bislang signifikant daran beteiligt. Wir als Liberale zeigen der Flagge, auch ein Sozialdemokrat wie Martin Schulz, gewisse Anerkennung, steht im Widerspruch zu seinem Abstimmungsverhalten im Europäischen Parlament, aber ich will Sie jetzt nicht mit Details behelligen. Aber kein Grüner, also im Deutschen Bundestag gibt es diese parlamentarische Opposition in dieser Zukunftsfrage nicht. Dabei wäre sie dringend nötig, weil Deutschland die Durchsetzung von Recht gegenüber den Multimilliarden-Dollar-Konzernen gegenwärtig blockiert. Sie haben richtig verstanden, wir sind nicht nur resignativ, sondern wir blockieren. Und das, worauf ich jetzt zu sprechen kommen will, das ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Ein technisches Wort. Ich will auch da jetzt nicht in die Details gehen, sondern Sie nur auf einen Umstand aufmerksam machen. Ein Multimilliarden-Dollar-Konzern wie Google ist jetzt schon an für uns vielleicht noch unzureichende, aber immerhin Datenschutzstandards gebunden. Die gibt es schon.
Zu wenig, aber sie gibt's schon. Die werden aber gelegentlich gebrochen. Und dann muss dieses Unternehmen Strafe zahlen. Nämlich ein paar hunderttausend Euro. Und ein paar hunderttausend Euro Strafe zahlt ein solches Unternehmen aus der Portokasse. Und die haben wenig Bedarf an Briefporto, meine Damen und Herren. Und trotzdem reicht das locker aus, die Portokasse, um diese Strafen zu begleichen. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die auf den Weg gebracht worden ist, hätte als ein Element gehabt, dass die Strafzahlungen für solche Unternehmen auf 5% des Jahresumsatzes erhöht worden wären. Das tut schon eher weh. 5% des Umsatzes, das ist ein Einschnitt. Das diszipliniert. Das wäre ein richtiger Schritt gewesen, aber diese wichtige Verordnung, die ist jetzt vertagt worden. Die sollte eigentlich in diesem Frühjahr beschlossen worden sein, aber auf Initiative Deutschlands nach dem Regierungswechsel vom 22.09. des vergangenen Jahres ist jetzt diese wichtige Rechtserkenntnisquelle vertagt worden auf vielleicht 2015. Auf später jedenfalls, auf Initiative der Frau Bundeskanzlerin, und sie wird dafür sogar von ihren eigenen europäischen Parteifreunden der Konservativen kritisiert, dafür, dass Deutschland hier auf der Bremse steht. Die Begründung dafür, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Begründung dafür war, ja, gegenwärtig habe die Politik zu wenig Beratungskapazität, um sich mit dieser Rechtsfrage zu beschäftigen. Man habe zu wenig Zeit und Gelegenheit, sich damit zu beschäftigen, obwohl die ganze Sache schon über anderthalb Jahre, zwei Jahre schon, anhängig ist und im Grunde bereit wäre, beschlossen zu werden. Man habe zu wenig Beratungskapazität. Meine Damen und Herren, wenn es um unsere bürgerlichen Freiheiten geht, wenn es darum geht zu verhindern, dass das, was sich an den Kapitalmärkten ereignet hat, sich an den Datenmärkten wiederholt, dann dürfen wir von unserer Politik das gleiche Tempo erwarten, das die Regierungen bewiesen haben, als es um die Rettung von Banken ging, meine Damen und Herren. Und der letzte Punkt, damit komme ich bei beiden an, staatliche und kommerzielle Datensammler. Ich hatte eben gesagt, das ist eine Art Machtfrage. Im staatlichen Bereich sprechen wir von NSA, im privaten Bereich von Google und anderen. Das sind amerikanische Anbieter. Völlig unsentimental und legitim streben die Vereinigten Staaten auch da eine Dominanzposition an. Ich frage mich, wo eigentlich die gemeinsame europäische Antwort darauf ist. Denn damit sind Wohlstandschancen verbunden, es geht um unsere persönlichen Freiheitsrechte. Wo ist die gemeinsame europäische Antwort darauf? Wie Europa auch in der Vergangenheit auf solche Herausforderungen ja gemeinsam reagiert hat. Denken Sie an die Dominanz der USA im Flugzeugbau, Boeing. Die Antwort war Airbus. Denken Sie Anfang der 80er Jahre, als es so eine Melange gab, SDI, also das strategische Raketenabwehrprogramm und die Fortschritte der Vereinigten Staaten bei der Mikroelektronik, auch in der Software bei Microsoft, gab es eine europäische Antwort mit dem Esprit-Programm, einem großen, breit angelegten Innovationsprogramm bis Anfang der 1990er Jahre, mit Erfolg übrigens. Dann gibt es GPS, das amerikanische Satellitennavigationssystem, militärische Anwendung und wenn es mal opportun wäre, ist nicht ausgeschlossen, dass die Qualität der Daten für uns verschlechtert wird, aufgrund politischer Entscheidungen in Washington oder es ganz abgestaltet wird. Die Antwort Europas war, wir reduzieren die Subventionen für die Landwirtschaft und widmen das Geld um in ein ziviles europäisches eigenes Satellitennavigationssystem, nämlich Galileo, das Sie jetzt bald nutzen können. Die Satelliten sind bereits oben, von der Agrarsubvention in die Zukunft umgeschichtet. Und meine Damen und Herren, ich frage mich, wo ist jetzt die gemeinsame europäische Antwort auf NSA und Google? Ich will jetzt keine genossenschaftlich organisierte, in Brüssel verantwortete Suchmaschine haben. Aber ich erwarte ein Programm, wo Datensicherheit ins Zentrum gestellt wird. Da könnte Europa der Leitanbieter der Welt werden, Datensicherheit ohne Hintertür, dass nicht Regierungen reinschauen können.
Es wäre sogar für amerikanische Kunden interessant, einen Datenschutz zu haben, wo die eigene Regierung oder der Wettbewerb nicht reinschauen kann. Wo sind die Initiativen, die europäischen Initiativen für das gemeinsame Cloud Computing, also die dezentrale Speicherung unserer Daten? Wo ist da die gemeinsame Strategie? Wo ist die europäische Forschungsinitiative für die nächste Generation der Computer, wo Europa und Nordamerika noch auf Augenhöhe forschen, die Amerikaner noch keinen Fortschritt haben beim sogenannten Quantencomputer? Wo ist da also die europäische Initiative? Meine Damen und Herren, statt über die Olivenölkännchen auf den Restauranttischen zu sinnieren, wie das gegenwärtig die Europäische Kommission macht, sollte sie sich lieber mit solchen Zukunftsfragen beschäftigen. Dafür brauchen wir Europa. Meine Damen und Herren, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir es hier heute mit einer Schlüsselfrage zu tun haben, für Wirtschaft und für Gesellschaft. Und aus diesem Grund wollen wir als Freie Demokraten das zu einer der wesentlichen Fragen machen, anhand derer wir unterstreichen, dass liberale Politik eben einen Unterschied macht. Wir glauben an neue Technologie und an Fortschritt, aber es braucht eben einen klaren, einen starken Rahmen, der durch den Rechtsstaat, der durch demokratisches Recht vorgegeben werden muss, innerhalb dessen wir uns alle frei bewegen können. Und um es konkret zu machen, ich will weiter. Jeden Tag, und wer mich kennt, der kann das bezeugen, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben, egal von wo, Sie bekommen innerhalb von 24 Stunden eine Antwort. Ich will also weiter intensiv diese neuen Medien nutzen und bestellen. Und ich will auch Medieninhalte darüber bestellen können. Und ich will bei Google suchen können, was ich will. Und trotzdem darf ich meine Privatheit, dürfen Sie Ihre, dürfen wir alle gemeinsam unsere Privatheit nicht verlieren. Also die Segnungen der neuen Technologie uns zu eröffnen und die Risiken zu minimieren, unsere Freiheit zu schützen, das ist die liberale Mission im digitalen Zeitalter. Danke Ihnen sehr.